Ich bin Laura, der sprechende Papagei. Und wie ich entstanden bin, erzähle ich euch in diesem Video. Mein Designer hat auf Thingiverse einen Entwurf von mir platziert, den mein Herrchen unbedingt drucken wollte. Mein Designer nennt sich H.P. Biss, oder wie das auch ausgesprochen wird, stammt aus Norwegen und hat schon viele tolle Modelle, wie zum Beispiel die Überraschungseier entworfen. Wie mein Chef die Ü-Eier gedruckt hat, sieht man dann rechts oben in einem Video. Um meinen wundervollen Körper zu drucken, braucht man viel Filament. Am besten nur rot. Und da war nicht mehr viel vorhanden. Da hat nun mein Herrchen sich ganz billiges Filament besorgt. Was mir natürlich nicht gepasst hat. Ich bin ja kein billiger Vogel. Aber das Zeug war doch ganz gut. Und auch darüber gibt es noch ein Video. Rechts oben. Und das Wichtigste, ich will ja sprechen. Und da hat er mir so eine Voice-Recorder in meinen Körper reingebastelt. Obwohl ich ja ein großes Maul habe, ist der Ton aber etwas leise. Und das bedrückt mich etwas. Aber auf alle Fälle gibt es auch davon ein Video. Rechts oben. Nun halte ich mal eine Zeit lang meinen Schnabel, damit ihr euch in Ruhe anschauen könnt, wie mein Chef mich zusammengekleistert hat. Erschreckt aber nicht, wenn ich dazwischendurch mal ein paar Bemerkungen abgebe. Da melde ich mich mal wieder. Mit den originalen Lochaugen war ich natürlich nicht zufrieden. Ich habe doch wunderschöne schwarze Gucker. Da hat mein Herrchen eine Lösung gefunden und bei Thingiverse zwei schwarze Augen konstruiert, gesliced und dann gedruckt. Und die werden nun eingebaut. Das sieht doch viel, viel besser aus. Und ich sehe auch viel, viel besser.
Und jetzt melde ich mich mal wieder. Beim Drucken meiner Sitzstange hat der Ahne da auch mitten im Druck aufgehört. Mein Chef, der hat aber keine Ahnung warum. Mein Chef wäre aber nicht mein Chef, wenn er da nicht auch eine Lösung parat hätte. Er hat den 3D-Bilder von Microsoft geladen und mit dem kann man dann ganz einfach STL-Dateien. Gell? Nun wundert ihr euch, woher ich, Papagei, so viel weiß. Aber ich bin Laura, der sprechende Vogel. Nun, der Chef hat genau ausgemessen und dann das obere Teilstück noch einmal gedruckt. Das Ganze wird dann zusammengeklebt und mein Hochsitz ist fertig. Und nun sitze ich hier in ganzer Pracht und will meinem Herrchen Danke, 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 Danke und Danke sagen, dass er aus mir so eine tolle Laura gemacht hat. Wenn ich Ihnen nun gefallen habe, dann abonnieren Sie doch den Kanal vom Herrchen. MDL gibt's ja wieder mal ein weiteres Abenteuer mit Laura, dem sprechenden Papagei. Tschüss und Salü aus dem Saarland, eure Laura, der sprechende Papagei.